Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Valheim. Das ist jetzt ein ungeplanter Part, weil ich habe die Stelle gefunden, wo eben Hyrglus beschworen wird, habe aber nicht gewusst, wo ich jetzt die Totems dafür herkriege oder was immer ich brauche. Zuerst hätte ich gehabt, ich muss die Schamanen killen, habe jetzt aber schon drei Lager ausgeräumt, aber nichts gefunden. Jetzt habe ich mal ein bisschen mich umgeschaut und habe die Dinger gefunden. Die sind auch nicht schwer die sind auch schwer zu übersehen. Sie leuchten lila. Sie können erstes Mal in die Lager drin sein, so wie dem vor mir, wo leider keins war. Ich hatte noch kein Glück. Ich habe schon mal gesehen, die stehen manchmal vor dieser Signalfeuer. Hatte ich auch kein Glück. Und dann habe ich das da hinten gesehen. Ich treibe mich hier nämlich gerade auf meiner Insel in der Gegend rum. Auf meiner Ebeneninsel. Und dann habe ich was gefunden. Was will der? Okay. Toll, aber hilft mir jetzt nichts. Jagdloots findet ihr über die Map, die ich euch in einem Video gepostet habe. Oder ihr rennt sie einfach rum und sucht so einen Stein, wo so ein Weg ist hier und macht es drauf. Dann habe ich das hier gesehen, worum es in dem Part eigentlich geht. Damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Mir hat das nämlich geholfen, wie ich mal wusste. Wie das optisch aussieht überhaupt, dieses Teil, was ich suche. Und ob man es leicht sieht. Dann habe ich das hier gesehen. Sitzt das Lila da? Das da. Das ist die komische Brunnen-Totem-Teil. Da wohnt wer noch? Das braucht ihr. Ich werde versuchen, noch ein zweites zu finden und zeige euch das dann gleich im Anschluss. Diese blöden. Andererseits sind sie ja toll. Die Pfeile von denen sind cool. Die Spitzen von denen kriegt man urgute Pfeile zusammen. So, jetzt werden wir die noch mitnehmen. Zack, zack. Ja, toll, habe ich ja gut gemacht. Bei Schlechtwetter hocken die Vögel immer am Boden. Das ist relativ praktisch. Da waren gerade zwei. Ich habe es aber leider nicht überrissen. So, jetzt schauen wir mal da rein. Kommen wir da überhaupt rein? Das ist aber ziemlich gut beschützt, das Zeug da. Muss mal durchhacken. So, also wir können rein. Die Frage ist, wollen wir rein? Ja, wollen wir. Hier seht ihr es, das Totem. Der Typ da oben macht jetzt was? Ja. Egal. Das Totem, ein Kobold-Totem. Sowas braucht's hier. Damit können mit 5 von denen, ich sage jetzt gleich, wir könnten es ein bisschen schwieriger, den lasse ich einfach so stehen. Weil ich renne jetzt schon das dritte Lager ab und den einen Turm da. Und ich habe erst eines gefunden. Ich mache mich mal auf die Suche, finde ich in der Lage noch einen, zeige ich euch natürlich auch. Also bis gleich. So, gefunden. Am Arsch der Welt. Von. War ich nicht, also von hier nach da. Gefunden. Da vorne steht auch ein Totem. Ich habe das Lager in der Nacht schon ein bisschen geräumt. Der Felsen hier ist super. Die Gegner können da nicht drauf. Somit könnt ihr die einfach mit dem Bogen wegnatzen. Da ist noch ein Großsaat. Der hat vielleicht auch noch Loot für mich mit. Wenn er mal wisst, wo er hingeht. Tschüss. Bam. Komm, verlier was. Urtolles. Ah, wieder keine Figur. Aber die andere haben wir. So könnt ihr übrigens die Goblins recht leicht eliminieren. Indem sie einfach bei den Bogenschützen seitlich ausweicht. Oder sie einfach und die anderen einfach rückwärts kitet. Ach Gott, na. Pfeile verbraucht man auch immer wieder. So. Jetzt gehen wir mal in den Nahkampf. Wir sind ja ein Wikinger. Da müssen wir sich ja ein bisschen. Bisschen quälen auch, so ist ja nicht. Ey, da ist schon wieder Loot. Ich versuche mal kurz bis darüber zu kommen. Starker Schlag! Der ist nämlich auch cool, der starke Schlag. Mittlere Maustaste ist das Original, also bei mir. Ich hab's eigentlich original.
So, einmal platt. Auch platt. Fällt gleich alles zusammen. Eigentlich steht jetzt nur mehr da oben einer. Ich glaube, das ist dann wieder ein Zwei. Das ist dann wieder ein Speerschützen. Gehen wir mal in Deckung. Mehr Damage. Mehr Damage. Damage. Einer weg. Na, oder? Ist der jetzt weg? Nee. Nicht weg. Komm her wieder. Komm her. Komm. Können mal die Ausdauer kurz regen, aber da vorne steht das Totem. Ist ein bisschen schwierig, 5 zu kriegen, kommt mir vor. Mann, schwierig. Es gibt eine Methode, sie zu ercheaten. Davon halte ich nichts. Daher werde ich auf jeden Fall keine Cheatcodes verwenden. Weil, wenn ich cheat, brauche ich ein Spiel nicht spielen. Das ist meine Meinung zu dem. Die ändert sich jetzt auch nicht. Hier ist es. Ein Totem. Ziemlich schlecht sehbar. Ich meine, man sieht es gut, aber vor dem Feuer geht es eigentlich ziemlich runter. Zack. Und wieder ein Totem. Nummer 2. Das heißt, ich schaue mich hier noch um. Werde mal 5 zusammensuchen. Und der nächste Part ist Jakluf. Jakluf. Wie man es genau heißt. Aber ich schätze mal so. Weil viel mehr bleibt uns jetzt eigentlich in dem Spiel eh nicht mehr. Ich trage einen Magnum Guard, damit ich mehr tragen kann. Falls es sich wer wundert, warum ich so viel mit habe. Ist aber zum Einsammeln von Sachen relativ geil. Daher nehme ich es mit. Aber auch das ist, findet irgendwann mal sein Ende. Nämlich ziemlich jetzt. Ja, jetzt hat es sein Ende gefunden. Also, okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Mir hat es wirklich geholfen, das zu wissen, wie das Zeug ausschaut. Weil es einfach sonst... Ah! Toll, Zeug. Weil es sonst wirklich dann am Anfang schwierig ist. Einfach rumrennen. Und man weiß ja gar nicht, nach was man eigentlich sucht. Ich dachte wirklich zuerst, ich suche nach einem Drop von den Schamanen. Angeblich. Das ist jetzt ein reines Angeblich. Können die Schamanen auch die Totems droppen. Bei die Berserker-Trolle, das sind die großen Typen da, weiß ich's, die können, die haben eine Chance von 10%, die zu droppen. Aber ich habe noch keins gekriegt von denen, sage ich gleich. Somit werde ich das jetzt off-Video weitermachen, heute Morgen, und dann geht's an Jakluth. Mit vielen Pfeilen, ich weiß nicht, wie viel ich dafür brauche, aber ich werde mal 200 mitnehmen. Da. Das Viech ist verreckt, deswegen kommt es nicht mehr. Ja, Giftbogen sei Dank. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment. Ich würde mich total freuen, wie sonst auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.